Schönste derzeit an der Situation ist wirklich die Reputation des österreichischen Fußballs. Und ich kann es, glaube ich, ein bisschen beurteilen. Wenn man vor Jahren ins Ausland gefahren ist, dann hat man hinten irgendwo Ösi draufstehen gehabt. Man hat oft was Gescheites gesagt, aber es ist nicht so ernst genommen worden, wie wenn es der deutsche Trainer sagt oder der spanische Trainer oder der italienische Trainer. Und ich sage Ihnen wirklich ganz ehrlich, es ist jetzt eine irrsinnige Wertschätzung dem österreichischen Fußball gegenüber. Und das ist für uns alle, die wir im Fußball dabei sind, einfach schön. Kommen wir jetzt aber zu den kritischen Dingen. Und bevor der Herr Blumenauer loslädt, möchte ich vielleicht einleitend gleich einmal beginnen. Es ist ja nicht allzu lange her, Sie haben selber auch schon gesagt, dass es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Wir haben uns rausgesucht im September 2011, titelte Abseits AT nach der Niederlage gegen Deutschland in der EM-Qualifikation. Österreich ist nach dem 2:6 gegen Deutschland auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit und sie forderten einen Umbruch, damit sich die ehemals blühende Fußballnation Österreich nicht in die FIFA-Ranking-Region 90 bis 120 begibt, wo wir uns von der Papierform mit Ländern wie Kuba, Niger, Färöer, Liechtenstein oder Thailand messen dürfen. So, Herr Rothensteiner, das war 2011. Was ist seither passiert? Hat es tatsächlich diesen Umbruch gegeben? Warum befinden wir uns jetzt auf Platz 10? Also ich glaube, dass die Kritik hier und das, was gelaufen ist, einfach nicht zusammenpasst. Also es ist einfach dort, wenn ein schlechtes Ergebnis der Nationalmannschaft gewesen ist, dann ist natürlich das massiv kritisiert worden. Aber ich finde, dass die Entwicklung vor über 10 Jahren eingesetzt hat, nämlich genau dann, als wir gesagt haben, wir haben eine Generation an tollen Fußballspielern gehabt. Wir waren 98 sehr weit vorne, ich glaube auf Platz 18 in der Weltrangliste. Und wir haben aber keine Spieler ausgebildet gehabt, die das nächste Jahrzehnt spielen sollen. Und die großen Nationalspieler, Herzog, Küber etc., Stöger und so weiter, ihr kennt sie alle genauso gut, sind nicht mehr da gewesen. Und wir haben damals eigentlich den Beschluss gefasst, wir müssen über 10 Jahre lang eine Generation aufbauen. Und wenn ihr selber nachdenkt und sagt, von 2000 bis 2010, wer hat denn international gespielt, dann werden viele von euch sagen, einige Defensivspieler, vielleicht ein Kreativspieler, Andi Ivanschitz, aber dann tun wir es schon schwer. Und wenn man heute die Nationalmannschaft anschaut, sind es jetzt 40 Spieler in Deutschland oder die Kreativspieler Alaba, Arnautovic, Junuzovic und so weiter. Also da ist ein österreichischer Weg entstanden, der langfristig sicherstellt, dass der österreichische Fußball oben bleiben wird. Da ist auf der anderen Seite der Generation 2007 schon das erste Mal bei der Weltmeisterschaft in Kanada positiv aufgetreten. Und es hat dann nur einige Jahre gedauert, bis man das übergeführt hat in die Nationalmannschaft. Und 2011 war kritisch, auch mit dem Ausscheiden dann aus der Qualifikation, wo Kritiker einfach nochmal massiv versucht haben, das eigentlich vielleicht zum Stoppen zu bringen, aber es war nicht mehr aufzuhalten. Und auch der jetzige Teamchef hat damals schon gesehen, da ist ein Riesenpotenzial da. Und dieses Potenzial hat er seit 2011 ja, von so einer Situation zum 10. Platz in der Weltrangliste geführt. Also die Arbeit dort ist sein Verdienst. Ich glaube aber, das, was davor passiert ist, ist der Verdienst der Landesverbände, der österreichischen Bundesliga, des österreichischen Fußballbundes, aller, die da mitgearbeitet haben. Und auf das können wir, glaube ich, schon ein wenig stolz sein. Herr Blumenauer, sehen Sie die Entwicklung auch so positiv? Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, dieser Umbruch, Sie gelten als einer der schärfsten Kritiker des ÖFB, aber jetzt ist tatsächlich dieser Umbruch passiert, dass dieses Ergebnis jetzt auch rechtfertigt? Der Umbruch ist passiert, natürlich, merklich. Ich habe ganz zufällig und ohne es zu suchen, was gefunden, was das vielleicht für mich ein bisschen auch auf den Punkt bringt. In manchen Dingen erklärt Willi Rothensteiner, in manchen Dingen sind wir im Nachwuchsbereich weiter als Deutschland. Das ist ein Zitat aus dem November 2003. Das war damals gewagt, aber wer nicht wagt, gewinnt nicht. Und also sich den Anspruch zu setzen, das vielleicht, was man da ein bisschen gewagt vor sich hin behauptet, dann auch zu erreichen, das finde ich aller Ehren wert und das hat sich dann offensichtlich innerhalb der dazwischenliegenden 12 Jahre dann auch manifestiert.
Ich glaube, dass der erste entscheidende Schritt war, der Sportchef oder technische Direktor oder wie auch immer er da immer geheißen hat in seiner Funktion, die Installierung und die, ich sage es jetzt kriegerisch, die Machtübernahme von Rutenstein im ÖFB. Und der zweite entscheidende Schritt war die Installierung von Marcel Koller. Das war vielleicht nach außen, in der Außenwirkung noch entscheidender, weil die Bestellung von Koller heute würde man sagen, einen Shitstorm ausgelöst hat. Im vorliegenden Fall war das eher ein Schaßtrommelgewitter, das von denen gekommen ist, die halt damit gesehen haben, okay, ihre Zeit ist vorbei, ihre Fälle schwimmen davon, ihre Pfründe werden neu verteilt und die sich dann entäußert haben und damit auch ein bisschen ihre Inkompetenz ausgestellt haben. Und erst auf dieser Basis einer völlig neuen Herangehensweise, die sich weder von Medienverhaberung, weder durch Medienverhaberung ausgezeichnet hat, noch auf alte Strukturen und alte Systeme Rücksicht genommen hat. Auf dieser Basis ist dann was passiert und hat sich dann was entwickelt. Aber dazu war notwendig, wie gesagt, der Schritt Koller und dazu war vorher notwendig der Schritt Rutensteiner, das Konzept dahinter, das halt sehr, sehr langfristig gegriffen hat, aber offensichtlich eben schon in den frühen 2000ern da war. Das war relativ unkritisch für den ersten, für den ersten Fall. Weiß ich nicht, ob jetzt die schlimmen Worte jetzt unkritisch waren. Es war vielleicht dem Rutensteiner gegenüber unkritisch, aber so ist es ja. Herr Hanisch, sehen Sie das auch so, dass diese zwei Faktoren, die Herr Blumenau jetzt angesprochen hat, mit Rutensteiner und Koll des Teams sind? Das glaube ich auf alle Fälle. Wir waren ja immer schon dafür, dass man ein bisschen aus dem eigenen Sud kommt, dass man diese ganze innere Teamchef-Folge, die immer aus dem eigenen Land gekommen ist und wo man immer gewusst hat, da bestehen diese ganzen Seilschaften, dass man eine Außenwirkung hat, mal also von einem Fachmann von außen, und da war wirklich der Koller genau der Richtige. Und ich hoffe und ich befürchte fast, der Marcel Koller wird uns verlassen. Aber dass man diesen Weg auch weitergeht. Also dass man wieder von außen, glaube ich, einen Fachmann holt, weil in Österreich ist momentan wahrscheinlich kein Teamchef, ein Österreicher ist momentan wahrscheinlich nicht zu haben. Die sind sehr glücklich bei den Vereinen, die momentan hoch im Kurs stehen. Und ich würde wirklich darauf plädieren, dass man das auch so weiterführt. Sie haben jetzt etwas angesprochen, was keiner von uns, glaube ich, hören will. Sie tippen drauf, dass Marcel Koller nicht verlängern wird. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten, Herr Rutenstein? Nein. Das ist auch nur meine Meinung. Wie ist Ihr Gefühl dazu? Schauen Sie, es ist einfach so, dass es Verhandlungen gibt und da muss man wirklich verstehen, dass man das nicht in der Öffentlichkeit begleitet. Ich denke, dass er sehr gerne in Österreich ist, dass er die Menschen mag, dass er die Stadt mag, dass er Österreich mag. Und dass er einfach sieht, dass wir eine tolle Mannschaft haben mit einem Riesenpotenzial. Und eine Weltmeisterschaft zu spielen nach einer Europameisterschaft ist auch für einen Trainer eine Riesenherausforderung. In der Phase sind wir und sobald es etwas zu verlautbaren gibt, werden wir das tun. Herr Schopp, wenn Sie darauf zurückblicken, auf Ihre Zeit beim Nationalteam, Sie waren ja auch bei der WM 98 dabei in Frankreich, welche Unterschiede machen Sie aus zu Ihrer damaligen Zeit? Zu jetzt und würden Sie jetzt gerne spielen? Ja, natürlich, wenn man die Möglichkeit hätte, bei einer Endrunde dabei zu sein. Ich glaube, es gibt keinen Spieler, der noch sagen würde, nein, da wäre ich nicht gern dabei. Klar ist, die Zeit geht vorbei. Ich durfte bei einer Endrunde dabei sein, das war damals in Frankreich 98. Das zu vergleichen, ist auf der einen Seite leicht, weil sich natürlich der Fußball massiv verändert hat. Wir zur damaligen Zeit, wie es schon richtig erwähnt worden ist, eine Mannschaft war, die gespickt war mit Spielern aus doch Top-Ligen, allerdings mit dem großen Unterschied, dass die zur damaligen Zeit ihren Zenit schon überschritten haben. Wenn man heute die Altersstruktur der heutigen Mannschaft anschaut, dann sieht man ganz einfach ein Durchschnittsalter, das unter dem Alter der damaligen Mannschaft liegt, vor allem mit Leistungsträgern in Top-Ligen, die auch bei sehr, sehr guten Mannschaften spielen, die absolute Leistungsträger eben bei diesen Vereinen sind. Das auch auf einer
sehr großen Bandbreite. Das bedeutet, dass wir zur damaligen Zeit, ja, sage ich, eine Handvoll Spieler gehabt haben, die aktiv waren in diesen Top-Ligen. Heute sind es ganz einfach extrem viele auf unterschiedlichen Positionen und vor allem auf kreativen Positionen, auf entscheidenden Positionen. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ansonsten war das natürlich auch zur damaligen Zeit ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ich glaube, auch damals medienmäßig schon eine sehr, sehr prägende Zeit, wobei natürlich auch hier der Fußball nicht Halt macht. Und wenn man beobachtet, welche Wellen jetzt dann auch diese Qualifikation wieder geschlagen hat, dann ist es ganz einfach eine Entwicklung, die sehr, sehr gut für den Fußball ist auf der einen Seite, aber natürlich auch im Speziellen für den ÖFB, der über die letzten Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Es ist mehrfach jetzt auch schon der Name Marcel Koller natürlich gefallen, Frau Ritzinger. Was glauben Sie, wie wichtig war es, jemanden auch zu holen, diesen Erfolgsfaktor Koller, der nicht Teil des Systems war, also der nicht in diesen engen Zirkel des ÖFB-Kreises gehört hat? Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor schlechthin gewesen. Es ist zwar medial auch sehr stark kritisiert worden, dass man einen Schweizer holt, und man war einfach überrascht und wusste überhaupt nicht, wer ist das jetzt eigentlich überhaupt, oder viele kannten ihn auch gar nicht, und er war ja zeitlang arbeitslos, aber das ist der Erfolgsgarant schlechthin. Die Nachwuchsarbeit war ja vorher schon sehr gut, und da hat man es dann irgendwie geschafft, dass man das irgendwie rüberbringt. Also ich glaube, Marcel Koller ist wirklich extrem wertvoll, und ich glaube auch, dass er sehr schwer zu halten sein wird. Es war ja schon einmal knapp, dass er gegangen wäre, oder dass man zumindest vermutet hat, er wird gehen. Also das Angebot aus der Schweiz, da hat eigentlich kaum einer damit gerechnet, dass er das abschlägt. Ich glaube auch, dass es schwer wird, ihn zu halten, aber ich glaube, es wäre wünschenswert. Ich möchte einmal da einen Punkt hier noch hinzufügen, was das Halten von Marcel Koller geht. Da hat Martin Blumenau in seinem Blog sehr prägnant, das würde man so sagen, formuliert, unter dem Titel Die Kunst des Verscheißens, ein paar falsche Entscheidungen und die Entwicklung des österreichischen Fußballs kann schnell wieder um Jahre zurückgedreht werden. Möchten Sie da noch genauer drauf eingehen? Der Herr Rubenstein sagt gerade, das ist richtig, also nein. Nicht in dieser Diktion. Natürlich ist es ein fragiles Ding, das ist neu, also dieser Erfolg ist neu und der muss jetzt einmal stabilisiert werden. Nach dem großartigen Aufstieg beginnen jetzt die Mühen der Ebenen, wie es so schön heißt. Und die großen Nationen, die großen Fußballnationen bewegen sich auf diesen Ebenen, auf diesem Level eben schon seit vielen Jahren. Was weiß ich, vergleichbare Länder wie die Schweiz oder Belgien seit ein paar mehr Jahren als Österreich, und die und wir, da wird es halt schwierig, das auch zu halten und sich da auszuruhen oder gar zu glauben, okay, es geht mit ein paar kmh weniger auch und es geht mit ein bisschen mehr Bequemlichkeit auch, und ja, und wenn das dann der Bumsti macht, der dann in der Boulevardpresse gutes Image hat, aber in Wirklichkeit vielleicht halt dann nicht die Konsequenz des Koller, dann wird sich das schon auch irgendwie ausgehen, dann ist es möglich, dass man schnell wieder auf die Nase fällt, und das ist in diversen Bereichen so. Also ich glaube auch, dass den ÖFB-Verantwortlichen das und allen anderen das eh auch bewusst ist, also dass das ja jetzt nichts Ungewöhnliches ist, was jetzt jemand allein für sich entdeckt. Sie können ruhig laut sagen, Herr Rothensteiner. Herr Blumenau, das ist ja fast sympathisch heute. Das ist ja wirklich, also so habe ich es überhaupt noch nie erlebt. Bin immer sympathisch. Nein, aber ja wirklich, weil Sie recht haben. Sie haben absolut recht, also die Diktion war ein bisschen übertrieben. Aber ich habe erst vor kurzem vor 320 Trainern von der genügend Mentalität der Österreicher gesprochen. Also wenn wir an den Tag legen, es genügt jetzt schon, sind wir schon in der Rückwärtsentwicklung. Und wie Sie gesagt haben, ein paar Dinge schlecht entschieden, ist es in diesem Spitzenfußball vorbei und wir sind wieder 30, 40 oder 50. Das können Sie ganz sicher nehmen, denn in dieser Spitze ist die Luft dünn. Und da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich glaube fast sogar, dass wir mehr arbeiten müssen, um dort zu bleiben, wie was wir getan haben, um dorthin zu kommen. Denn dort oben im Weltfußball sind wirklich nur die Besten, und jeder, der etwas zurückgeht, so wie jetzt zum Beispiel Holland, da wird alles auf den Kopf gestellt und die ganze Nation gibt sozusagen Vollgas jetzt an, um wieder zurückzukehren und zu beweisen, dass Holland eine Fußballnation ist. Also ich gebe Ihnen da
wirklich recht, dass wir aufpassen müssen, um nicht dann wieder eine Entwicklung nach hinten zu gehen. Wird eigentlich parallel schon sondiert? Oder weil ich meine, was ist, wenn mit Marcel Koller der Vertrag dann nicht verlängert wird? Gibt es da schon einen Markt, wo man sagt, okay, das und das wären dann meine nächsten Ansprechpersonen? Ja, da wären wir wären total schlecht aufgestellt, wenn wir nicht mögliche Szenarien oder auch ein Netzwerk hätten, wo man wirklich sagt, was machen wir, wenn was eintritt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dass man vielleicht auch so 2011 gesagt hat, wer ist das eigentlich? Aber man muss sich vorstellen, Koller ist ja nicht irgendwer gewesen, sondern zigfacher Nationalspieler in der Schweiz, einige Male Schweizer Trainer des Jahres, hat dort Meisterschaften gewonnen, hat Cupsiege gefeiert, hat in Deutschland Erfolge, vor allem mit Bochum gehabt. Also er war ja niemand Unbekannter. Aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, der Richtige und auch der mit wahnsinnigen Erfolgshunger. Und das hat einfach gut zusammengepasst oder passt gut zusammen. Wir sprechen aber heute natürlich nicht nur über das Nationalteam, sondern über die Nationalteams, auch den Nachwuchs und das Frauennationalteam. Können Sie vielleicht einmal den Zuschauern erklären, wie die Kommunikation, die Struktur und die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchs, Frauen und Herren-Nationalteam funktioniert und ausschaut? Ja, also wir haben im Österreichischen Fußballbund eine Direktion Sport von der Organisation, die ist autonom und da ist eben der Sportdirektor zuständig. Und in dieser Direktion haben wir sowohl eine Trainerin, die zuständig ist für die U19-Frauen-Nationalmannschaft und dann eben von Koller beginnend bis zur U15 Nationaltrainer. Und die Arbeitsweise ist einfach die, dass wir eine Philosophie geschaffen haben, eine Philosophie, die wir ständig optimieren und weiterentwickeln, wo wir allgemeine und spezielle Prinzipien erarbeitet haben, ein Dokument, das mittlerweile 60 Seiten umfasst, aber das ist irgendwo ein bisschen unser Geheimnis. Und diese Philosophie ziehen alle Trainer durch. Und wir haben monatlich, wenn wir es schaffen, Trainersitzungen, wo der Teamchef natürlich dabei ist, wo diese Philosophie, diese Arbeit reflektiert wird. Und das ist eine Arbeit auf gleicher Höhe, da ist nicht der mehr und der weniger, sondern wenn ein 15-Trainer etwas Gescheites beiträgt und dann akzeptiert es der Teamchef und umgekehrt, bringt er sich natürlich auch voll ein. Also ich denke, wir haben eine richtige Unternehmenskultur entwickelt und das ist auch meine Aufgabe, dass sich die Trainer wohlfühlen, dass sie gute Voraussetzungen haben und da tauschen wir uns regelmäßig aus. Herr Schops, Sie waren ja auch Co-Trainer beim Nachwuchsnationalteam. Es wurde ja manchmal auch kritisiert, oder ich habe eine Information auch gefunden, wo Paul Kludowatz nach dem Scheitern von Didi Constantini kritisch angemerkt hat, es kann ja nicht sein, dass wir bei der U20 WM ein 3-3-3-1 und bei der U21 ein 4-3-3 spielen. Funktioniert da diese Absprache, die der Herr Ruttensteiner da jetzt auch angesprochen hat, nicht ganz? Oder ist das vielleicht die Theorie und die Praxis wieder eine ganz andere? Naja, grundsätzlich ist es einmal so, dass man sich ja vielleicht zur damaligen Zeit noch nicht so konkret auf diverse Punkte geeinigt hat. Klar ist, dass sich das mittlerweile massiv verändert hat. Also ich kann aufgrund meiner Beobachtungen sagen, dass die Nationalteams ihrem Grundauftreten klarerweise ganz ersichtliche Absprachen haben in puncto Spielstrategie, Spielplanung. Aber eins ist klar, das geht nicht von heute auf morgen. Also ich kann konkret von unserem Beispiel bei Sturm Graz sprechen. Also es ist halt so, jeder Trainer hat seinen Kopf, jeder Trainer hat seine Ideen, an der jeder Trainer glaubt, gewisse Dinge des Spiels für sich so interpretieren zu können. Und die Kunst ist es ganz einfach, diese Köpfe in eine Richtung zu richten. Und das geht ganz einfach nicht von heute auf morgen. Man bedarf da ganz einfach einer Strategie, einer Planung, eines Commitments aller Beteiligten, dass man in diese Richtung gehen möchte, auf Vereinsebene. Auf Nationalteam-Ebene ist es natürlich noch einmal eine Spur anders, weil klarerweise die Nationalteam-Trainer nicht die Möglichkeit haben, jeden Tag mit ihren Spielern zu arbeiten. Aber umso wichtiger ist es, also eine Spielidee zu haben und eine Spielphilosophie zu entwickeln, woran man ganz einfach Mannschaften erkennen kann, die in die gleiche Richtung schauen. Und ich bin der Meinung, dass das durchaus jetzt dann in den letzten Jahren erkennbar ist,
Das war definitiv zu meiner Zeit noch nicht der Fall, als ich Nationalteamspieler war, weil ganz einfach auch hier vielleicht diese Strukturen auch noch nicht geschaffen waren. Ich glaube, dass sich da heute in der Zwischenzeit sehr viel getan hat, es einen Hauptverantwortlichen dafür gibt, der diese Planung ganz einfach leitet, der auch die Verantwortung trägt und wo sich ganz einfach die Nationaltrainer danach richten müssen. Und das ist ganz einfach eine Entwicklung, die ist unumgänglich. Betrachtet man den internationalen Fußball, so gibt es natürlich viele Beispiele, aber auch der deutsche Fußball hat sich natürlich entscheidend verändert, das war glaube ich im Jahr 2000, wo ganz einfach gewisse Dinge in eine andere Bahn gelenkt worden sind. Es wurde vieles anders interpretiert, es wurde der Nachwuchs anders gewertet, es war nicht mehr so, dass man auf dieses Projekt Zukunft gehofft hat, also sprich Zufall gehofft hat, sondern man hat wirklich versucht, gewisse Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, dass das ganz einfach ein entscheidender Punkt ist in unserer Entwicklung in Österreich. Ich erlebe es selbst in der täglichen Arbeit. Wir verfügen in der Zwischenzeit über wirklich gute Entwicklungstrainer, die sich in Wahrheit gewaltig von Resultattrainern unterscheiden. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann sieht man ganz einfach im Jugendbereich sehr, sehr viele Trainer, die sich über Resultate definiert haben. Und da ist meiner Meinung nach ein massives Umdenken erfolgt. Also du unterhaltest dich mit Trainerkollegen jetzt dann nicht mehr nur über Resultate, sondern du unterhaltest dich mit ihnen über Entwicklungen, über Spielideen, Spielphilosophien, über sehr, sehr viele Dinge, die ganz einfach sehr detailliert sind. Und das ist eine Entwicklung, die geht nicht von heute auf morgen, die hat sehr lange gedauert. Wir sind mittlerweile in einer Position, wo ich sagen kann, dass wir auch am Trainersektor im Nachwuchsbereich mittlerweile sehr, sehr gute Trainer haben, aber wie schon erwähnt, es gilt hier nicht jetzt dann zu glauben, dass man irgendwo besser ist oder weiter ist als jemand anders, sondern es gilt jetzt an diesem Moment auch wirklich so zu erkennen, dass man mit dieser Erfahrung weitergeht, dass man versucht an seine Ideen zu schrauben, ganz einfach versucht gewisse Dinge für sich zu interpretieren und das erfolgt auf Clubebene und meine Wahrnehmung ist es auch, dass das auf Nationalteam-Ebene so erfolgt. Habe aber neuerlich ein Zitat von Martin Blumenau, und zwar was die Situation der U21 betrifft, über Trainer Werner Gregoritsch. Das ist alles ein Anti-Koller-System, autoritärer Dirigismus, altbackener Frontalunterricht, ersetzender, verständnisförderndes Mitspracherecht und respektablem Umgang. Von wann was? Ist das? Das weiß ich jetzt nicht mehr, von wann das ist. Das ist wahrscheinlich etwa so 1,5 Jahre alt. Es hat sich in der Zwischenzeit gebessert. Also zumindest einmal vom Systemischen her. Es hat gute Gründe. Ne? Wie das mit der direkten Kommunikation ausschaut, weiß ich nicht. Da ist es vielleicht ähnlich. Ich möchte jetzt meine Kritik vielleicht an einem anderen Punkt festmachen. Ich unterstelle jetzt einmal, dass es beim ÖFB Jugendtrainer gibt, die bei dem, was der Herr Schopp jetzt gesagt hat, ihn wahrscheinlich nickend angeschaut hätten, aber in Wirklichkeit nicht verstanden hätten, was er ihnen da sagt. Das ist, und da, glaube ich, gibt es noch, daran gilt es, glaube ich, noch zu arbeiten. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber ich lasse das einmal so stehen. Das mag es dann vielleicht teilweise so sein, nur aufgrund meiner... Ich rede jetzt dann konkret im Vereinsdenken und ich weiß, dass es extrem viele junge Trainer gibt, die unglaublich bemüht sind, gewisse Dinge für sich zu entschlüsseln, aber gewisse Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir versuchen, diese Bereitschaft zu erkennen, ganz einfach gewisse Dinge verändern zu wollen und gewisse Dinge für sich auch so zuzulassen, was nicht immer selbstverständlich ist, weil natürlich viele gefangen sind in ihren Ideen. Aber speziell glaube ich bei Werner Gregoritsch, was ein sehr gutes Beispiel ist, ich glaube, wir können uns alle erinnern, über die Art und Weise, wie Kapfenberg damals in der Bundesliga gespielt hat. Jetzt kann man darüber diskutieren und ich selbst war sehr kritisch und habe gesagt, in der Bundesliga zu überstehen mit dieser Art des Fußballs, damit hätte ich keine Freude. Auf der anderen Seite geht es im Profibereich, um die Strategie überleben zu können. Und das war seine Strategie, in der Bundesliga mit Kapfenberg zu überleben. Und wenn man jetzt dann doch die letzten Spiele anschaut, dann glaubt man schon sehr wohl erkennen zu können, dass gewisse Prinzipien in der Phase des Ballbesitzes in allen Phasen des Spiels erkennbar sind, wo man ganz einfach merkt, da ist nicht nur die Bereitschaft da, sondern da ist auch die Kenntnis da, dass gewisse Dinge anders zu lösen sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt in einer Entwicklung des Trainers. Alles klar? Ja, wie gesagt, vor 1,5 Jahren hat es noch anders ausgeschaut, aber mittlerweile erkennt man das, ja.
Also es gibt durchaus Schritte nach vor und eine positive Entwicklung, Frau Ritzinger. Ich möchte vielleicht auch die Entwicklung des österreichischen Frauennationalteams da jetzt mit einbeziehen. Wie schaut es in diesem Bereich aus? Können wir da auch alles sagen, es ist alles wunderbar und die Erfolge sind ja da, der Aufstieg auch in der Weltrangliste ist da, aber wie schaut die tägliche Arbeit diesbezüglich aus? Alles wunderbar ist ganz sicher nicht, aber in Anbetracht der, glaube ich, doch noch immer sehr bescheidenen Mittel ist es sehr, sehr bemerkenswert, was das Nationalteam da die letzten Jahre geschafft hat. Man muss sagen, vor 10, 15 Jahren war das Frauenteam unter ferner Liefen. Und es ist fast ein bisschen schade, dass jetzt das Männerteam es als erstes geschafft hat, aus Sicht des Frauenteams, dass das Männerteam jetzt als erstes geschafft hat, sich für die EM zu qualifizieren, weil die Frauen waren bei der letzten EM-Quali schon sehr knapp dran, waren im Playoff, haben knapp gegen Russland verloren, waren bei der letzten WM-Quali auch halbwegs knapp dran und jetzt werden sie es ziemlich sicher schaffen. Also es wurde bei der nächsten EM spielen jetzt 16 Länder mit, das heißt, da schaut es sehr, sehr gut aus und sind auch im Moment noch ungeschlagenswertig, ja. Also das ist in Anbetracht der bescheidenen Mittel, glaube ich, läuft das echt sehr, sehr gut. Ich glaube, ein Mann, dem das zu verdanken ist, ist Dominik Thalhammer, der da sehr, sehr seriöse Arbeit macht. Ich glaube, das ist ein Trainer, der das, ich will jetzt nicht sagen der erste Trainer, aber doch ein Trainer, der das einfach sehr, sehr ernst nimmt. Ich glaube, vorher war es schon oft so ein bisschen so, dass man, ja, die Frauen kicken halt auch, aber ich glaube, man hat es nicht sehr ernst genommen, ne. Herr aber Steiner schüttelt schon den Kopf. Sie können gerne darauf was sagen. Also, wir haben in Österreich etwas geschaffen, was es in ganz Europa dort und dort ansatzweise aber fast nicht gibt. Wir haben eine Idee geboren mit einem nationalen Zentrum für Frauenfußball. Bescheidenen Mittel. Wir geben jedes Jahr 700.000 Euro vom Österreichischen Fußballbund in dieses nationale Zentrum. Und was ist das Besondere dabei? Die Idee dabei. Natürlich spielt uns die Situation in der Breite ein bisschen in die Karten, sonst ist es nicht möglich. Also Deutschland könnte sowas nicht machen, weil die Clubs sehr gut sind. Wir selektionieren seit 4 Jahren, glaube ich jetzt, 4, 5 Jahren ist dieses Zentrum in St. Pölten. Die U17 Mädchennationalmannschaft und die U19 Nationalmannschaft in St. Pölten. Das bedeutet, dass diese Nationalmannschaft täglich trainiert. Das ist weder die Frau Fuhrmann noch der Herr Thalhammer, sondern es ist die Voraussetzung, die wir dort geschaffen haben, dass man mit den Spielerinnen täglich arbeiten kann. Und das hat uns um einen Quantensprung meilenweit weitergebracht. Wir waren innerhalb von 3 Jahren bei der ersten Qualifikation der U17 in unserer Geschichte in England qualifiziert. Da qualifizieren sich 7 Nationen. Österreich war dabei. Und mittlerweile gehen diese Spielerinnen in die Nationalmannschaft hoch und auch dort ist diese Entwicklung erkennbar. Und ich glaube auch, dass man es in dem Jahr schaffen kann, bereits zur Europameisterschaft zu fahren. Also der Herr Thalhammer macht das Gleiche wie der Herr Kohler, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So ungefähr kann man sagen. Aber grundsätzlich ist es eine wahnsinnige Investition in dieses Zentrum, was uns weitergebracht hat. Und das, was schade ist, oder wo der Frauenfußball, da bin ich bei Ihnen, nicht sich entwickelt, ist in der Breite. Unsere Bundesligisten haben nicht alle eine Frauenmannschaft. Die Zweitligisten haben keine Frauenmannschaften. Auch bei den Vereinen ist oft der Platz für die Mädchen und für die Frauen nicht da. Die trainieren dann, wenn die Buben fertig sind. Und diese Akzeptanz, nicht überall, aber oft wo, müssen sie erst dann kommen um 8 Uhr, wenn die schon trainiert haben und so. Und da ist viel Nachholbedarf in der Breite. Also in der Breite haben wir nun nicht viel erreicht, aber in der Spitze haben wir wahnsinnig viel investiert. Das ist für uns sehr, sehr viel Geld jährlich, was wir dort hineingeben. Ja, bitte. Ich glaube, jetzt kommt Sturm Graz Frauennationalmannschaft, Markus. Nein, ich kann dazu ein bisschen was sagen, weil wir natürlich bei Sturm Graz seit mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahren eine Bundesliga-Mannschaft stellen. Mit einem unglaublich großen Aufwand. Sturm bekennt sich ganz einfach auch dazu, im Frauenfußball Pionierarbeit zu leisten im Sinne von Bundesliga-Vereinen. Ich stelle fest, und ich bin ganz einfach genau an dieser Schnittstelle auch, weil wir auch sehr oft gemeinsam trainieren,
dass wir bei Sturm Graz oft jetzt dann schon an unsere Grenzen stoßen, auch natürlich infrastrukturell, weil wir mittlerweile ja nicht nur über eine Bundesligamannschaft verfügen, sondern in Wahrheit eine zweite Kampfmannschaft verfügen und auch zwei Jugendmannschaften im Damenbereich verfügen. Die Problematik, die wir haben, ist genau die, die jetzt dann angesprochen wurde, nämlich sicher noch professioneller zu werden in dem Bereich. Da fehlen uns ganz einfach jetzt auch die Mittel. Das weiß ich aus unzähligen Gesprächen mit unserem sportlichen Leiter für die Abteilung Damen, um ganz einfach hier den nächsten Schritt setzen zu können. Und ich glaube, dass Sturm Graz hier irrsinnig bemüht ist, auch in dem Bereich noch konkreter zu werden. Allerdings benötigen auch wir hier in diesem Bereich ganz einfach auch diese Voraussetzungen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und den, sage ich einmal, den haben wir vielleicht jetzt dann so in dieser Form aktuell nicht. Willi Rothenstein hat gesagt, Dominik Thalhammer macht dasselbe wie Marcel Koller, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Herr Hanisch, warum ist das jetzt irgendwie die Kritik an den Medien, die bösen Medien, die nicht darüber berichten? Oder woran liegt es, dass dieser Stellenwert, dass das die Gleichberechtigung da einfach nicht vorhanden ist? Mich hat erst vor 3 Wochen ein Leser beschimpft, warum wir nicht mehr Frauenfußball bringen. Er ist allerdings aus Deutschland gekommen. Ja, ich muss zugeben, dass das ist ein bisschen ein Stiefkind. Es liegt natürlich auch daran, dass es gibt keine Meisterschaft in dem Sinne, also keine wirklich interessante Meisterschaft in Österreich. Und ich muss auch sagen, dass die Konsumenten, warum auch immer, den Frauenfußball noch nicht so annehmen. Und wir müssen uns ein bisschen danach richten. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber nach Angebot und Nachfrage. Ja, aber man kann ja das Angebot auch einmal stellen. Nicht? Und dann das könnte man, aber da sind momentan die Herren zu gut, leider. Achso, das geht nur entweder oder? Natürlich nicht, aber ich weiß, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Das könnte verbessert werden, natürlich. Verbessert auch in dem Sinn, dass man sagt, die monetären Mittel müssen dann auch irgendwann einmal angeglichen werden. Ist das Ziel in absehbarer Zeit? Wie gibt es einen Plan diesbezüglich? Na, wie gesagt, wir investieren an sich von unserer Seite her sehr viel. Ich habe jetzt das Zentrum angesprochen. Wir haben auch bei den Nationalmannschaften, Sie müssen sich vorstellen, die gleiche Betreuung 1:1 bei der U17 und U19 Nationalmannschaft der Frauen wie bei den Herren. Also da hat jede Mannschaft Trainer, Assistenztrainer, Torwarttrainer oder Trainerin. Wir haben ein medizinisches Personal mit Arzt, Physiotherapeut, Masseur. Wir haben bei jeder Mannschaft einen Sportpsychologen und eine Sportpsychologin dabei. Wir haben ein Management dabei. Also es ist 1:1, wie wir das auch bei den Burschen U17, U19 oder U20 aufbieten. Also wir haben dort in der Spitze sehr viel investiert. Aber wenn der Markus jetzt zum Beispiel anspricht, Sturm Graz, und wir haben hier nicht das Geld, dann ist es relativ. Denn Sturm Graz hat ja Geld, aber es ist halt in der Schwerpunktsetzung so, dass es eher in den Profibereich geht und die Wertschätzung oder der Wert der Frauenmannschaft eben dann nur ein bedingter ist. Das ist so. Und wie gesagt, also von unserer Seite in der Spitze, wo wir zuständig sind, geben wir sehr viel hinein. Wir würden uns aber wünschen, dass der Profifußball auch dort wertschätzt und mehr hineingibt, wirklich mehr hineingibt und diese Mannschaften professioneller gestaltet. Dann würde die Liga auch professioneller werden, das Produkt besser, man könnte es auch besser darstellen. Und im Amateurbereich ist es detto das Gleiche. Da geht es aber nicht so sehr um Geldmittel, aber nicht so sehr, sondern um Akzeptanz auch dafür und auch infrastrukturelle Möglichkeiten, dass sie nebeneinander spielen können. Die Geschichte, um die es mir gegangen ist, war eher im Ausbildungsbereich, weil ich natürlich mitbekommen, dass es nachher speziell im Alter zwischen 14 und bis 16, 17 hin nicht diese Möglichkeiten gibt, die es im Männerfußball gibt, nämlich über die Art einer Akademie. Es gibt dieses Zentrum jetzt in St. Pölten, ja, aber es wäre natürlich auch irgendwo für den Süden etwas, wo man sagen könnte, das wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn man die Möglichkeit hätte, auch im Süden so ein Angebot zu stellen, um ganz einfach die Qualität, die ohne Zweifel vorhanden ist, auch über diese wichtigen Jahre hinweg vielleicht im Süden auszubilden. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt im Punkt der Ausbildung. Ich glaube, dass Sturm Graz sehr wohl diese Verpflichtung für sich erkannt hat, aber natürlich ist der Männerfußball das Aushängeschild und natürlich ist für einen Verein in puncto Kampfmannschaft ja, klar, die Priorität klar gesetzt, das ist natürlich richtig. Ja. Frau im Vordergrund steht.
Es ist so, ja, es ist halt so. Es ist halt, Frauenfußball ist halt einfach immer nur ein Anhängsel und es wird noch immer irgendwie belächelt und es ist alles schon besser geworden, aber man merkt, die Akzeptanz ist einfach nicht wirklich da. Man braucht ja nur die Zuschauerzahlen anschauen. Und die positiven Entwicklungen, die Sie genannt haben, das Nationalteam, zweifellos, auch das nationale Zentrum, tolle Einrichtung, aber ein absolutes Stiefkind ist die Bundesliga der Frauen, die ja auch unter der Obhut des ÖFB steht. Die wird, glaube ich, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, überhaupt nicht vermarktet. Also da kommen keine Aussendungen, da kommt nichts. Ja. Also ich habe das Gefühl, es wird fürs Nationalteam wird schon was gemacht. Ja. Und ich bin ja auch jemand, der irgendwie versucht, wirklich relativ viel zu berichten über den Frauenfußball. Ja, man muss sie halt alles irgendwie erfragen. Ne? Man geht da dann hin, ja, zu den Leuten. Aber aber darf ich Sie fragen, was wird konkret in Sachen Vermarktung für die Liga gemacht? Auch das dürfen Sie, aber ich glaube, Sie kriegen auf Ihren Computer sämtliche Ergebnisse im Frauenfußball von unserer Pressestelle. Die Iris Stöcklmeier sitzt da. Werden wir sofort abklären und Sie werden hier sagen, dass das nicht richtig ist, was Sie jetzt gesagt haben, denn die Servicierung der Ergebnisse ist eine professionelle über die Pressestelle des ÖFB, ganz sicher. Die Ergebnisse, aber halt keine Texte. Ja. Also, ja. Sie haben gesagt, Sie kriegen gar nichts. Also. Nein, ich habe gesagt, keine Textaussendung. Ja. Und das Zweite ist, und das sage ich auch in Anwesenheit vieler Leute, ganz ehrlich, der Gigi Ludwig ist wirklich ein guter Vermarkter, Generaldirektor des ÖFB, der sehr große Verdienste um den Fußball hat. Und es gelingt ihm wirklich nicht, einen Ligasponsor für die höchste Spielklasse aufzutreiben. Wir reden da nicht, dass jeder Verein 1.500 oder 750 Euro kriegt. Das ist lächerlich. Und wenn Sie aber eine Summe mit 10 Vereinen aufstellen wollen, wo jeder zumindest einmal 10.000 Euro kriegt oder 15 oder 20, wissen Sie, wie man multipliziert und was rauskommt. Es gelingt ihm nicht. Das heißt, es gibt kein Unternehmen, das eine gewisse Höhe an Budget zur Verfügung stellt, um dort als Sponsor aufzutreten. Das muss man ganz ehrlich sagen, ich sage es ganz offen, aber die Bemühungen, das möchte ich schon zurechtdrücken, dass die sehr groß sind, dass man wen findet, es ist bisher noch nicht gelungen. Wir haben zum Beispiel eines gemacht, im Samsung Cup haben wir auch das Ladies Cup Finale an die Herren angehängt, an den großen Sponsor Samsung, wo der gesagt hat, okay, das nehmen wir mit und versuchen es adäquat auszurichten. Also die Bemühungen gibt es von unserer Seite, aber es ist irrsinnig schwer, aufgrund der nicht vorhandenen Akzeptanz für den Frauenfußball auch Geldmittel darüber hinaus aufzutreiben. Ja. Es ist ja auch jahrelang nicht gelungen, der Bundesliga jahrelang nicht gelungen, ihrer zweiten Spielklasse einen Sponsor zu verpassen. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde den dauernden Vergleich zwischen Männer- und Frauenfußball, als ob das auf einem Level passieren würde, ein bisschen unfair. Der Männerfußball ist ein Profisport und der Frauenfußball ist in Österreich, in anderen Ländern, in 3, 4 anderen Ländern nicht, aber in Österreich Amateursport. Selbst die Legionärinnen, die in Deutschland bei angesagten oder bei guten Clubs spielen, die gehen nebenbei noch was arbeiten oder machen nebenbei eine Ausbildung. Das ist ein Amateursport. Also das ist alles im langsamen oder mittlerweile eben schnellen sich entwickeln. Aber der Vergleich, der dauernde Augenhöhenvergleich ist unzulässig. Ich finde, da tut man auch dem Frauenfußball nichts Gutes, wenn man hier versucht, hier auf Augenhöhe zu vergleichen. So weit ist der Sport noch nicht. Der entwickelt sich rasant. Die Kurve ist steil nach oben, aber es braucht noch ein bisschen. Wir haben, halten wir mal fest, wir haben Punkte, wo man sagen kann, da kann man durchaus noch dran drehen und arbeiten, sei es jetzt der Frauenfußball, die Kommunikation, Ausbildungsthemen. Die offene Frage ist natürlich auch, wenn wir im Blick auf die Zukunft schauen, die Vertragsverlängerung ja oder nein von Marcel Koller. Aber vielleicht gibt es ja, Herr Blumenau, kann man das System, so wie es in Österreich ist, international vergleichen? Jetzt komme ich leider zwar wieder mit vergleichen, aber gibt es hier einen Status quo, wo man sagt, okay, da, bei den Nationen könnten wir uns noch was abschauen oder die sind uns in der Entwicklung ein bisschen voraus? Der Herr Rutensteiner freut sich schon auf die Antwort. Ich bin kein Experte für internationalen Fußball und ich bin auch nicht gesegnet mit
Ausflügen zum DFB oder zum Schweizer Fußballverband, sowas geht sich leider nicht aus, macht mir niemand. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Ich würde mal sagen, ganz allgemein gesagt, dass es natürlich wahrscheinlich überall etwas gibt, was man sich abschauen kann. Also wenn man jetzt, was weiß ich, die Belgier besucht, ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren, aber wenn man sich die vor Ort anschaut, dann wird man etwas, zwei, drei Sachen finden, wo man dann sagt, okay, das machen die anders, das machen die interessant, da könnte man sich was abschauen. Klar, ich finde, dass man auf Fußballnationen schauen sollte, zum einen, die etwa auf dem gleichen Level und in der gleichen Größenordnung passieren und stattfinden, weil nur das ist sinnvoll, weil man sich natürlich auch mit den finanziellen Mitteln nur an Verbänden messen kann, die halt ähnlich groß sind. Und zum anderen hat es natürlich immer Sinn, wenn man sich natürlich auch an beispielsweise am großen Nachbarn, am DFB, orientiert. Halt dann mit der Bruchrechnung halt ein Zehntel dann versucht davon anzustreben. Also, und ich gehe davon aus, oder ich weiß es sogar, dass das ja eh auch passiert. Insofern, also die internationalen Kontakte und das nach außen schauen, was wo gut funktioniert, was man wo besser machen könnte, das passiert ja. Also. Wie schaut das aus, Herr Ruttensteiner? Wo steht Österreich in der Professionalisierung? Wo gibt es dann noch Punkte, wo Sie sagen, das müssen wir noch umsetzen oder das sind die nächsten Ziele für das Nationalteam? Also es ist sehr viel richtig gewesen, was der Herr Blumenau jetzt gesagt hat, im internationalen Vergleich. Immer, sagt er. Wie? Immer, sagt er. Immer? Wir wollten ja nicht übertreiben. Nein, aber er hat bei einigen Punkten recht gehabt. Vielleicht ein Beispiel, wenn man bringt. In der englischen Liga ist das TV-Geld, ich glaube, 1,6 Milliarden Euro. Sie müssen sich einmal vorstellen, jeder Club kriegt einmal am Anfang von der Saison, ohne dass er irgendetwas tut oder einen Sponsor auftreibt, 100 Millionen Euro. Das TV-Geld in Österreich ist für die beiden Ligen, glaube ich, 22 Millionen. Nichts tun, 100 Millionen Euro, da frage ich mich ja, was mache ich mit so viel Geld? Das wäre ja gar nicht vorstellbar, wenn ich sage, in einem Club einmal nur vom Fernsehen, ORF etc. 100 Millionen, unglaublich. Und ich glaube, Deutschland liegt bei 600 Millionen. Also diese Vergleiche anzustellen, bringt wenig. Das haben wir auch bei der Konzeption des österreichischen Weges nicht gemacht. Dann gibt es aber Faktoren wie Schulsystem in Österreich. Dann gibt es Infrastruktursituationen, die wir alle berücksichtigt haben. Und ich glaube, wir haben viel angeschaut, in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit. Wir haben die Trainerausbildung auf neue Beine gestellt, die Talenteförderung, die Betreuung der Nationalmannschaften. Alles eigentlich neu aufgestellt, ohne dass es die Öffentlichkeit gewisse Zeit mitbekommen hat. Und wir haben auch den Atem gehabt, es durchzuziehen. Und jetzt geht es darum, nicht was Neues zu kreieren, sondern die Kontinuität fortzusetzen und in jedem Bereich zu optimieren. Das ist möglich. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben zum Beispiel im Akademiebereich alle Trainer unter Verträge vom ÖFB her. Haben wenige Nationen in ganz Europa. Das heißt, wir können diese Trainer zu Fortbildungen zusammenziehen. Das machen wir zweimal im Jahr. Und im LAZ-Bereich von 10 bis 14 haben wir das nicht. Wir haben auch gute Trainer, A-Lizenz-Trainer dort, aber Verträge mit denen in dem Sinn, dass wir so in der Kommunikation arbeiten können, haben wir nicht. Würde natürlich wieder viel Geld kosten, wenn wir dort noch mehr investieren. Aber wenn Sie mich fragen, das zieht Sie vom Kinderfußball bis zur Nationalmannschaft in mögliche Optimierungsmöglichkeiten. Und die müssen wir gehen in der Zukunft. Ohne dem werden wir uns dort oben nicht halten können. Das muss jedem bewusst sein, dass es noch mehr an Professionalität und das kostet bekanntlich Geld. Und bezüglich Belgien kann ich beruhigen, der Ausbildungsleiter war erst am Sonntag bei uns. Also wir holen auch die Leute zu uns, um zum Beispiel einen belgischen Weg vorzustellen. Und auch da haben wir gesehen, dass sehr viel an gleicher Philosophie besteht. Aber das eine oder andere abschauen kann man immer wieder oder auch dann optimieren.
Fragen an das Podium zu stellen. Übrigens, bei den 100 Millionen, glaube ich, würden wir sehr gerne beratend zur Seite stehen. Also das ist überhaupt kein Problem, uns, glaube ich, fällt allen was ein. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dann sehr gerne. Herr Hahn, ja? Da hinten, in der letzten Reihe, bitte. Um vielleicht doch noch ein bisschen was Kritisches einzubringen. Yes. Im Dezember habe ich ein Interview mit dem Leo Windner geführt. Also mein Name ist Michael Vierler, ich bin von 90minuten.at. Und wir haben heute noch nicht über die Zukunft des zukünftigen Sportdirektors geredet, weil das ist ja auch keine unwichtige Position im ÖFB. Da haben wir den Leo Windner ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Er hat nicht wirklich gesagt, dass es ein Anforderungsprofil gibt. Er hat auch nicht gewusst, wer sich dann darum kümmert, für den Fall der Fälle, dass der Willi Rutensteiner vielleicht nicht einmal im ÖFB vorhanden ist. Wir wissen, es gibt im ÖFB 9 Länder, die zum Teil mit sehr interessanten Personen besetzt sind, die dann mitentscheiden in Tirol, in Salzburg. Wie schaut es da aus beim ÖFB? Es wird auch mal eine Zeit geben nach Willi Rutensteiner, das könnte vielleicht auch nach einer EM schon sein. Was gibt es da für konkrete Pläne und Anforderungsprofile? Na, es ist so, dass wir beim ÖFB eine Umstrukturierung derzeit sozusagen durchführen. Es gibt ja den Wirtschaftserlass, der mit 1.1.2017 umgesetzt werden muss. Und in dem Bereich wird also gerade eine Struktur erarbeitet, die ich glaube, wie noch professioneller werden wird, als der ÖFB momentan aufgestellt ist. Und in der Struktur ist der Sport natürlich ein zentrales Element. Und ich kann jetzt noch nicht konkret darüber reden, weil es noch nicht sozusagen auch beschlossen ist. Aber ich denke, dass es wirklich eine tolle Zukunft in diesem Sportbereich sein wird beim ÖFB. Und Ihre zweite Frage ist also, mein Vertrag geht bis Ende der Europameisterschaft und da ist wirklich noch Zeit, so genauso wie beim Marcel Koller noch Zeit ist und wir haben schon in Ruhe im weihnachtlichen Frieden ein Gespräch geführt, aber wie es halt so ist, bei ersten Gesprächen einigt man sich nicht gleich und da wird es nur Gespräche geben und auf der anderen Seite ist es auch natürlich immer eine gewisse Herausforderung, auch Dinge auch abzuschließen und zu sagen, okay, das war ein erfolgreicher Weg, das war ein wunderschönes Projekt und man hat vielleicht eine andere Herausforderung, auch das kann sein. Aber ich denke, das ist doch bei jedem von euch normal, dass man solche Dinge diskutiert. Und in Bezug falscher Fuß, da wischt man ihn selten. Also ich denke, er steht ganz gut. Ausreichend beantwortet, soweit es halt. Bevor es die nächste Frage gibt, ganz kurz, Markus, du wolltest noch etwas? Ja, ich wollte kurz nochmal so zunehmend auf das vorige Thema eingehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt okay ist nach dem Themenwechsel, aber es war für mich, ich bin jetzt seit sehr geraumer Zeit im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich tätig und bin natürlich so in den letzten Jahren immer wieder mit Situationen konfrontiert gewesen, wie kann man diese Schnittstelle zwischen Akademie, Kampfmannschaft noch optimieren. Bin natürlich so immer auf der Suche, was passiert in anderen Ländern. Wir haben bei Sturm Graz in den letzten Jahren eine Situation geschaffen, wo wir das Durchschnittsalter der Amateurmannschaft, sprich der zweiten Mannschaft, relativ nach unten gebracht haben. Sprich, wir haben Spiele gehabt, in denen wir mit 18,5 Altersdurchschnitt gespielt haben. Das ist auf der einen Seite ein sehr, sehr großer Schritt gewesen. Auf der anderen Seite erkennen wir, dass es halt doch Spieler gibt, die in ihrer Entwicklung ein klein wenig länger brauchen. Das Problem ist natürlich jetzt dann, dass es auch aufgrund der Situation, dass es halt immer wieder nachher auch so transportiert wird, wir suchen junge Spieler, wir wollen junge Spieler haben, dass sehr viele junge Spieler mit 19, 20, 21 Jahren ja schon oft glauben, dass sie zum alten Eisen gehören. Und in meiner Beobachtung ist es ganz einfach so, dass es doch sehr viele Spieler gibt mit sehr viel Qualität, die ganz einfach mehr Zeit brauchen. Und da ist dann für mich genau diese Problematik entstanden, wie führst du diese Spieler weiter, wenn sie noch nicht diese Qualität haben, auch wirklich bei der Kampfmannschaft dabei zu sein, aber bei den Amateuren ganz einfach mit ihrer Qualität jetzt dann klar sich positionieren, wie kannst du ihnen da helfen? Und im Grunde ist es oft so üblich in Österreich, dass du nachher diesen Spieler verleihst an irgendeinen Erstligisten, wo er sich nachher da vielleicht weiterentwickeln kann, noch bessere finden, vielleicht Kooperationen in der Bundesliga.
Was allerdings schade ist, ist in dieser Entwicklung, wenn wir jetzt dann von einer Vereinsstrategie, von einer Vereinsphilosophie sprechen, zu sagen, du gibst den Spieler eigentlich noch in einer sehr wichtigen Phase aus deiner Hand. Du gibst ihn zu einem anderen Verein in der Hoffnung, dass er sich dort vielleicht entwickelt. Im vollen Bewusstsein, dass die erste Liga natürlich eine Liga ist, wo die Jungen sehr wohl forciert werden aufgrund der Regelung. Aber wenn man sich genau die Prinzipien anschaut, gut, heuer ist es ein bisschen anders, aber in der Regel ist in der ersten Liga der Druck enorm hoch. Und jetzt dann ist unsere Überlegung immer die, wie könnte man diesen Übergang optimieren? Und da gibt es natürlich schon Länder, wo ganz einfach die zweiten Mannschaften der diversen Teams in der zweithöchsten Liga auch spielen können, wo man ganz einfach weiß, dass diese Jungen hausintern wirklich den nächsten Schritt absolvieren können. Und diese Möglichkeit haben wir in Österreich in der Form nicht. Liefering hat eine Variante gefunden oder Salzburg hat eine Variante gefunden, das charmant zu umgehen. Aber das ist sicher etwas, wo ich sage, da wäre vielleicht Entwicklungspotenzial, ganz einfach die Jungen konkreter an die Kampfmannschaft in der eigenen Spielphilosophie heranzuführen. Das wäre zum Beispiel etwas, was in Portugal sehr gut funktioniert, was in Holland sehr gut funktioniert, in Spanien sehr gut funktioniert, wo man natürlich sehr gut arbeiten muss, wo es ganz, ganz einfach ganz klare Regeln gibt für die jungen Burschen. Aber wenn man sich das Szenario in der ersten Liga jetzt anschaut, wie es gewissen Vereinen geht, dann ist das vielleicht etwas, wo man wirklich auch in Zukunft genauer hinschauen sollte, wie vielleicht so eine Idee ausschauen könnte. Vielleicht auch ein mögliches Modell. Ich darf vielleicht, ja, gerne. Ja, man muss dazu sagen, hat es ja gegeben in Österreich. Die Austria, bitte? Nein. In der zweithöchsten Spielklasse haben ja die Amateurmannschaften, mitspielen dürfen. Und die hat man aber aus diesem Bewerb wieder rausgenommen. War eine Entscheidung der Bundesliga. Wir wissen es, ja. Ich darf vielleicht die nächste Frage bitten. Ja, Schottola Clemens von Ballesterer. Ich habe eine Frage bzw. Anmerkung zum Frauenfußball. Wir haben ja mit dem Teamchef Thalhammer ein Interview geführt im Sommer, wo er nicht nur Handlungsbedarf bei den Vereinen sieht, sondern auch bei den Akademien bzw. bei den LVZ. Es geht um die Ausbildung von 10- bis 14-Jährigen, die ja bis jetzt eher durch den Rost fallen und hat hier sogar eine Quote gefordert, weil die Zahl der Spielerinnen, so sagt er es, auch vom Goodwill des Standortleiters abhängt, ob da jetzt überhaupt Spielerinnen oder Mädchen genommen werden. Wie sieht der ÖFB das Problem und sieht er Handlungsbedarf und wenn ja, was wird in diese Richtung unternommen? Also der Herr Thalhammer ist ja beim ÖFB. Also das ist ja an sich unsere Diskussion, die wir geführt haben. Wenn man sich vorstellt, man würde so eine Quote einführen, wir haben 28 Standorte. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Sie sagen, okay, pro Standort müssen zwei Mädchen aufgenommen werden, würde das bedeuten, 28 mal zwei Talente hätten dort die Möglichkeit, ausgebildet zu werden. Grundsätzlich haben Sie es aber. In jedem LAZ-Standort, es gibt viele, trainieren auch Mädchen. Sie haben die Möglichkeit, dort sozusagen auch in gesonderten Aufnahmebedingungen. Aber es ist richtig, was Sie sagen, wenn der Standortleiter das nicht forciert, gibt es auch Standorte, wo es keine Mädchen gibt. Das ist eine Situation, an der wir arbeiten, aber auch an der Meinungsbildung, dass diese Trainer mehr Akzeptanz für die Mädchen entgegenbringen und ist auch ein Faktor, wo wir versuchen, uns noch zu verbessern. Also gibt es nichts zu beschönigen, die Situation ist unbefriedigend. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum an das Podium? Dann kurzes Handzeichen und wir bringen das Mikrofon dann natürlich gerne zu Ihnen. Herr Hanisch, wenn wir jetzt gerade die Punkte alle angesprochen und diskutiert haben, wo würden Sie sagen, was wären die wesentlichen Eckpfeiler im Hinblick auf die Zukunft, unabhängig jetzt von Personen oder Namen, sondern von der Struktur und dem System, um den Fußball weiterhin erfolgreich zu führen? Ich bin einmal ganz froh, dass der österreichische Fußball eine eigene Philosophie gefunden hat, beziehungsweise jetzt endlich einmal hergegangen ist, von vor ein paar Jahren schon ein Ziel zu finden. Das war ja vorher sicher nicht so. Die Trainerausbildung, von der wir immer sprechen, das sind jetzt Menschen am Werk, wie der Markus Schopp zum Beispiel, die früher Fußball gespielt haben, professionell Fußball gespielt haben, die sich bereit erklären, jetzt zu lernen, wie in anderen Ländern zum Beispiel, dass du im Nachwuchsbereich auch ein Jahr was tun musst, um überhaupt in den professionellen Bereich, bei den
bei den Kampfmannschaften zu kommen, das hat man wirklich kapiert und man hat irgendwo die eigene Mentalität besiegt. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen und ich glaube, dass man muss, wie der Willi schon sagt, man muss einfach weiterarbeiten, es wird sehr, sehr, sehr schwierig sein, eben diesen Platz, diesen guten internationalen Platz zu halten und das wird eine ziemliche Anstrengung bedürfen, aber ich glaube, dass der Weg der ganz der richtige ist, man soll den nur weiterverfolgen, das ist das A und O. Zum erfolgreichen Weg gehört ja natürlich auch dann dazu, dass man den Teamchef dazu hat, ob das jetzt Koller ist oder wer auch immer in der Zukunft oder ob er es bleibt. Aber welchen Einfluss hat der Teamchef eigentlich überhaupt auf die Spieler, wenn er in nur so kurzer Zeit mit ihnen im Jahr zusammen ist, das jetzt maximal 40 Tage sind, Markus? Inwiefern kann er sie da formen, wenn wir jetzt auch von den jungen Spielern sprechen? Momentan haben wir ja hauptsächlich Legionäre im Team, die mit einer sehr hohen Qualität dann auch wieder ins Team hierher kommen, aber was kann der Teamchef da machen? Ja, natürlich ist die Zeit, Dinge auszuarbeiten, Dinge strukturiert zu vermitteln, extrem viel Arbeit in der Vorbereitung. Ich glaube, dass Marcel Koller und sein Team da extrem gut aufgestellt sind. Sie es über ihre Wege sehr gut schaffen, in sehr kurzer Zeit Inputs, die Mannschaft mit Inputs zu versorgen. Glaubt ganz einfach, dass es in dieser kurzen Zeit, die der Teamchef zur Verfügung hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten, natürlich über den inhaltlichen Aspekt oder die inhaltliche Ebene geht, aber sehr, sehr viel über eine andere Ebene. Und wenn man sich Entscheidungen jetzt dann rückblickend zu Gemüt führt, die der Marcel Koller getroffen hat, wo wahrscheinlich sehr viele den Kopf geschüttelt haben oder sehr viele sehr kritisch agiert haben, warum er dem einen oder dem anderen sehr oft das Vertrauen geschenkt hat. So erkennt man ganz einfach, dass er die Sprache der Spieler, vielleicht kann man so formulieren, spricht, ganz einfach einen Blick auf sehr viele Dinge hat, die uns Außenstehenden so gar nicht bewusst sind. Und das ist ganz einfach die Qualität eines Trainers, der über Gespräche, über Beobachtungen, über Analysen, über Gespräche mit beteiligten Personen sich ein ganzheitliches Bild macht und da dürfte er ganz einfach sehr gut sein. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele sehr gute Trainer. Marcel Koller passt im Moment hervorragend zur Nationalmannschaft. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn er noch länger bleibt, aber auch wenn er sich entscheiden sollte, sich zu verändern, glaube ich einmal, dass dieses Bild, das der ÖFB vom Teamchef hat, das sehr konkretes ist und ich glaube auch, dass sie nachher im Zuge ihrer Entscheidung, sollte er sich wirklich verändern wollen, eine sehr gute Entscheidung treffen wird. Darf ich noch dazu, weil du gesagt hast, was er bewirken kann? Das ist natürlich auch das Verhältnis zu den Spielern und aus dem Nähkästchen zu plaudern. Bis jetzt hat sich noch kein einziger Teamspieler irgendwie auch unter der Hand, man tut das ja auch, und so, dass man mit Spielern spricht, negativ für den Teamchef geäußert. Das war bei den Vorgängern oft ganz anders. Aufatmen beim Herrn Ruttensteiner, oder? Das stimmt, wobei ich habe jetzt dann keine Detailahnung, aber vielleicht kann man das erfahren, aber natürlich ist auch Marcel Koller schon irgendwo einmal gescheitert. Zu wissen, warum er dort gescheitert ist, was er daraus gelernt hat, wie er sich daraus entwickelt hat. Das sind ganz einfach nachher diese Punkte, woran man wirklich die Qualität eines Trainers erkennen kann. Ob er bereit ist, sich zu öffnen für Dinge, die er vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Also daran erkennst du natürlich Qualität. Das, was jetzt so eben angesprochen wurde, ist ganz einfach dieses Charisma, was ein Trainer haben kann. Also ich habe das selbst erlebt unter Ivica Osim. Viele Spieler, die ganz selten oder ganz wenig unter ihm gespielt haben, hätten nie ein schlechtes Wort über ihn gesagt. Warum? Weil er ganz einfach einen Weg gefunden hat, jeden mitzunehmen auf seine Reise. Und ich habe den Eindruck, dass das bei Marcel Koller ähnlich ist. Und da steckt natürlich extrem viel Arbeit dahinter, aber extrem viel Qualität. Zum Trainer gehören aber natürlich auch die passenden Spieler. Ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, Herr Ruttensteiner, weil ich habe ein Zitat von Ihnen von einem Sky-Interview angefunden, wo Sie gesagt haben, oder den Jugendlichen oder den jungen Spielern abgeraten haben, ins Ausland zu gehen, wo sie gesagt haben, sich als Jugendspieler in Österreich durchzusetzen, ist besser als ins Ausland zu gehen. Der frühe Weg ins Ausland ist nur gut, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Und jetzt haben wir aus dem 23-Mann-Kader bei uns 21 Legionäre. Inwiefern ist das Ihre Aussage heute noch gültig oder wie ist das zu interpretieren? Die Aussage ist gültig, denn 90% der Nationalspieler sind in Österreich zu 100% ausgebildet.
Und um das ist bei dem Zitat gegangen. Wenn man die erste Aufstellung hernimmt, Alma, Klein, Hinteregger, Brödel, Dragovic, Fuchs, Suttner, also und so weiter, alles in Österreich ausgebildete Spieler, die dann ins Ausland gehen. Und das war in dieser Frage im Zusammenhang. Was raten Sie einem jungen Spieler? Soll er früher ins Ausland gehen, so wie der Dave zum Beispiel mit 15, 16, oder soll er bleiben? Man kann es nicht generalisieren. Es gibt, wie gesagt, das Beispiel Alaba. Es gibt andere gute Beispiele, die im Ausland eine tolle Karriere gemacht haben. Aber der Großteil der Spieler ist in Österreich ausgebildet worden und ist erst dann ins Ausland gegangen. Und ich glaube ganz einfach, dass es... Was machen Sie da hinter meinem Kopf schon wieder? Sie bringen wirklich den ganzen ÖFB durcheinander. Ich wollte nur abschließen. Wenn er mit 18, 19 Jahren zum Beispiel, ich nehme jetzt her, zu Arsenal geht, spielt er dort im Nachwuchsbereich in England in der U19. Er spielt nie in der ersten Mannschaft, ausgenommen wirklich Alaba vielleicht, aber sonst kein Spieler, der mit 18 gegangen wäre, hätte bei Arsenal in der ersten Mannschaft gespielt, auch nicht der Marko Arnautović damals. Ist es nicht besser, bei Sturm Graz oder bei Rapid oder bei der Austria in einer österreichischen Liga im Profibereich zu spielen und da die ersten Erfahrungen zu machen, mit Profis zu trainieren, sich dort zu behaupten, den Schritt früher gemacht zu haben und dann, wenn es einfach im nationalen Fußball super geht, den Schritt ins internationale Geschäft zu machen. Also es ist meine feste Überzeugung, dass die österreichische Ausbildung mindestens so gut ist, wie der Großteil in Europa Ausbildungen anbietet. Und unsere Liga, ich habe 72% österreichische Spieler im Profifußball, ermöglicht das. In Italien, in Spanien, in Frankreich, in den Ländern spielen sie mit 17, 18 Jahren, 19 Jahren schwer. Herr Blumenau, Sie wollten unbedingt was loswerden. Ich möchte kein Fass aufmachen, das dann endlos überläuft, aber ich habe das auch schon zwei oder vielleicht sogar schon dreimal in verschiedenen Jahren anhand der damals Top 23 oder 30 österreichischen Nationalspieler ganz genau aufgedröselt. Es ist in Wirklichkeit halbe-halbe. Wenn man jetzt der Herr Fiehler nickt, der wird mich dann mit den Zahlen unterfüttern. Wenn man jetzt die Spieler hernimmt, die im entscheidenden Alter mit von mir aus auch noch 18, 19 einen Schritt ins Ausland machen, dann ist es halbe-halbe. Und es geht ja um genau die Schnittstelle, von der Marco Schopp vorher gesprochen hat, und die geht halt bis 20. Und es gibt auch etliche Beispiele von Burschen, die mit unter 16 rausgegangen sind und die auch fantastische Karrieren gemacht haben. Es ist halbe-halbe, und hier dauernd zu sagen, nur der österreichische Weg ist das einzig wahre, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben in diesem Zusammenhang. Sie, Herr Blumenau, die Grundrechnungsarten werden ja bekanntlich sehr früh durchgenommen. Aber bitte, Sie sind meine Zeugen. Halbe-halbe ist 50-50. Ne? Ja. 23 Spieler. Und ich glaube, wenn wir jetzt hergehen, machen wir es mal von der anderen Seite. Jedes Jahr dasselbe. Einmal sagt es der Prohaska und ich rechne es vor. Einmal sagen Sie es. Und ich rechne es vor. Es nutzt nichts. Gehen wir die 23 durch? Nein, Herr Lehrer, heute gehen wir das nicht durch. Unglaublich. Ich glaube, die Freundschaft ist damit wieder auf Eis gelegt. Bis zur nächsten Club 2x11-Diskussion. Bitte, Herr Fiala. Ich würde noch gerne einen anderen Aspekt einbringen. Ja, Herr Ruppensteiner. Ich glaube, das wird noch ein Nachspiel heute haben. Er schreibt jetzt bis 23 durch und dann haken wir ab. Einen anderen Aspekt würde ich gerne einbringen. Bitte. In diese Diskussion, wann man ins Ausland geht oder nicht. Ich hatte die Möglichkeit, letztes Jahr mit dem Herrn Sammer zu sprechen und zu fragen, wann denn Spieler für den FC Bayern vom Alter her interessant sind und wann nicht. Und er hat gesagt, also um einen Spieler wirklich die Bayern-Gene einzuimpfen, um auch sozusagen diesen Spielstil und das System sozusagen zu implementieren,
dann muss der Spieler 15 oder 16 sein maximal, bevor er zu den Bayern kommt. Danach ist das mehr oder weniger, natürlich verpflichten die Bayern auch später noch Spieler, aber wenn man von der Jugend her kommen will, muss man mit 15 oder 16 bei den Bayern sein. Das heißt, aus meiner Sicht ist es auch eine Frage der Zielsetzung des Spielers. Wenn der Spieler, der junge Spieler das Ziel hat, ich will bei den Bayern oder wo auch immer bei einem großen Team erfolgreich sein, dann bringt es ihm relativ wenig, wenn er mit 19 noch in Österreich Fußball spielt. Klar ist, dass bei den Bayern David Alaba der Letzte war, der den Sprung über die eigene Jugend in die Kampfmannschaft geschafft hat. Ich wollte nur sagen, natürlich ist Bayern ein ganz ein massives Beispiel, natürlich, weil das Anforderungsprofil bei Bayern sehr, sehr hoch ist. Aber ist natürlich auch etwas, was man als Jugendlicher bewerten muss und wissen muss. Da durchzukommen, ist natürlich ein irrsinnig harter Weg. Also ich habe ein konkretes Beispiel, ich habe letztes Jahr einen Spieler gehabt, der von Juventus Turin umworben wurde. Ein Spieler, der noch 2 Jahre Schulzeit vor sich hatte. Herr Rutensteiner, wir klären das dann vor einem Publikum, okay? Wir wollen den Herrn Schulz aussprechen lassen. Wir bereiten uns ja nur in der Grundrechnungsart vor. Selbstverständlich, bitte mal. Aber Juventus Turin ist jetzt dann auch keine kleine Nummer, sage ich einmal. Und den seine Überlegungen waren aber genau das. Dem ist es darum gegangen, A, zu sagen, er möchte die Schule fertig machen. B, war die Überlegung die, dass er sagt, die Ausbildung in Österreich ist für ihn eine, die absolut okay ist. Und er hat sich in Wahrheit nachher gegen Juventus Turin entschieden. Ist vielleicht jetzt dann eines der wenigen Beispiele. Aber im Grunde genommen weiß ich, was da jetzt dann heutzutage im Jugendbereich an Zahlen bereits passiert. Und ich glaube, sagen zu können, dass das oft halt nachher nicht sehr leicht ist für jemanden zu sagen, nein, das macht er nicht. Und was ich noch ergänzend sagen wollte, was halt die Option, die es immer noch gibt, ist, wenn es im Ausland nicht geklappt hat, nach Österreich zurückzukommen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele von jungen Fußballern, die im Ausland sich nicht durchgesetzt haben und mit Handkuss in Österreich wieder genommen worden sind. Also das Risiko, das man eingeht, wenn man mit 15, 16, 17 im Ausland irgendwo spielt und dann sagt, es hat nicht geklappt, da gibt es Spieler bei Rapid und so weiter und so fort, die sofort wieder genommen werden. Also das Risiko ist relativ gering, ins Ausland zu gehen. Das stimmt wahrscheinlich teilweise, wobei ich natürlich schon auch sagen kann, es sind oft noch diese strategischen Entscheidungen, die die Jugendlichen treffen. Es gibt hervorragende Ausbildungsstätten, na klar, auch im Ausland. Und das sind am meisten die, die in ihren strategischen Überlegungen den Weg nachher zurückfinden. Aber es gibt auch viele Beispiele, die da vielleicht schon in sehr frühen Jahren eher das Monetäre in den Vordergrund schieben. Und da gibt es natürlich auch Beispiele, die den Weg nachher so nicht mehr finden. Jetzt darf ich Sie vielleicht noch kurz begrüßen zum Pro-Seminar Grundrechnungsarten. Herr Rutensteiner, bitte. Was ist Ihr Ergebnis? Ich möchte verlautbaren, der Herr Blumenau hat wirklich exzellent 23 Spieler angeführt. 2 Spieler, Arnautovic, Harnik und Alaba, also bei Alaba und bei Arnautovic. Bei Arnautovic ist 50-50, weil mit 15, aber die schenke ich ihm. Er hat 3 gefunden, sonst haben wir nur Hackerl. Alle anderen, die Akademie völlig absolviert und die ersten Schritte im Profifußball in Österreich. Es sind 4, aber es macht nichts. Und es ist nach der Rutensteinerschen Rechnungsart halt abgehakt. Ja, aber von 23 ist 4 nicht 50%. Bitte um Namen, das Publikum hatte den Zettel nicht. Also vor Augen. Baumgartlinger, Alaba, Harnik und Arnautovic, da ist es eindeutig. Bei anderen hat der Herr Rutensteiner seinen Hakel gemacht, obwohl ich da protestiert habe. Ist egal. Passt schon. Wir werden weitere Vorlesungen zu diesem Seminar dann noch in Zukunft noch anbieten. Gibt es noch Fragen? Bitte in der letzten Reihe hier, den Herrn. Herrn Rutensteiner zu unterstützen oder zu fragen, wenn denn so viel gute Ausbildung in Österreich gemacht wird und einige Spieler ja in der Bundesliga ihre Profikarriere begonnen haben. Wieso klappt es dann mit den Zuschauerzahlen in österreichischen Bundesliga nicht so toll, wie die Qualität es eventuell hergeben könnte? Gute Frage. Also ich glaube, dass erstens die Infrastruktur eine große Rolle spielt. Qualität, Komfort in den Stadien, Multifunktionalität in den Stadien. Sicherlich auch die Qualität des Fußballs, die gezeigt wird. Viele gute Spieler gehen eben nach ersten Erfahrungen oder auch Hinteregger, jetzt Salzburg, super Spieler. Nächster Schritt nach Deutschland. Und ich denke, dass die
Akzeptanz des österreichischen Fußballs, dass wir alle miteinander daran arbeiten müssen, aber ist für mich auch irrsinnig schwer, Ihnen da eine genügende Antwort zu geben. Also von meiner Seite aus ist es der Komfort in den Stadien, vielleicht auch ein wenig die Qualität des Fußballs, die gezeigt wird. Aber sonst tut mir echt schwer, das zu beantworten. Ich finde die Aktion oder dieses Projekt der Bundesliga, dieses Universum mit einer infrastrukturellen Offensive, einer sportlichen Offensive und einer wirtschaftlichen Offensive gut. Sie arbeiten viel daran, das zu verbessern, aber es ist nicht einfach. Markus, vielleicht kannst du irgendwas ergänzen. Ich glaube, dass die Infrastruktur schon ein sehr wichtiges Thema ist, vor allem jetzt in der Winterperiode, muss man ganz einfach sagen, dass Spiele, die vor allem um 19 Uhr oder 18.30 Uhr starten, natürlich, die verlangen einem Zuschauer sehr viel ab, wenn nicht wirklich etwas geboten wird im Stadion. Und das fängt nicht nur bei der Spielqualität an, sondern das fängt halt bei vielen Dingen, die im Umfeld schon passieren. Und da hängt, glaube ich, da ist sehr, sehr viel Aufholbedarf nach wie vor. Was natürlich auch irgendwo noch im Zusammenhang mit der Spielqualität steht, weil ich sage mal, wir können jetzt über Stadien diskutieren, wir tun uns nachher schon ein bisschen leichter, wenn man über die Rasenqualität irgendwo diskutiert. Man erwartet sich noch immer sehr, sehr schöne Spiele, aber auch das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiges Element, um am Ende des Tages, vor allem in so einer Zeit, ein schönes Spiel zu sehen. Und ja, natürlich auch oft die Qualität des Spiels. Ja, ich sehe das nicht unähnlich wie der Herr Rothensteiner. Ich möchte vielleicht diesbezüglich eine Frage noch, Herr Rothensteiner. Warum die Unterstützung für das sozialpräventive Projekt Pro Support, das eigentlich eingestellt wurde, die sehr wichtige Fanarbeit geleistet hat? Sind Sie überfragt? Gut, weil bis heute gibt es eigentlich keine wirkliche Begründung dazu, weder von Seiten Pro Supporters, warum diese Zusammenarbeit beendet wurde. Ist nicht direkt mein Aufgabengebiet, kann ich jetzt wirklich nichts dazu sagen. Gibt es weitere Fragen noch? Bitte. Noch eine Frage zur Zusammensetzung vom Nationalteam. Ich glaube, das hat sich einfach auch geändert, also wie sich die österreichische Gesellschaft geändert hat. Ich glaube, vor 2005 waren noch sehr wenige Spieler, also Spieler von Eltern, die aus dem Ausland kamen, also Migrantenkinder. Und es hat sich jetzt eben gewandelt. Schweiz zum Beispiel als Beispiel, die haben das schon sehr viel früher gemacht. Und jetzt eben auch im österreichischen Nationalteam, also im Männernationalteam, Leistungsträger, eben Alaba, Arnautovic, Dragovic und so weiter. War das auch sozusagen noch eine Nachholentwicklung, die der ÖFB genommen hat, beziehungsweise ist da eben zu wenig passiert früher? Also Vor ein paar Jahren noch? Ich glaube, passiert ist vielleicht nicht ganz richtig formuliert. Also ich kann nur eines sagen, dass diese Spieler, die Sie genannt haben und alle, die auch in unser Land gekommen sind, auch hier geboren wurden, dass es in diesem Bereich wirklich, ich bin jetzt das 16. Jahr beim ÖFB, keinen einzigen Zwischenfall gegeben hat zwischen sozusagen Spieler mit österreichischen Wurzeln und Spielern, die zugereist sind, also Migranten. Da kann man wirklich stolz sein drauf. Das war nie ein Thema. Spieler wie ein Junuzovic oder ein Dragovic waren einfach immer Österreicher und haben sich immer mit unserer österreichischen Nationalmannschaft voll identifiziert. Und das war für mich auch nie schwierig, dass jemand gesagt hat, okay, wenn andere Verbände, das ist vorgekommen, auch sozusagen versucht haben, sie abzuwerben und eben zu überzeugen, dass sie für ein Herkunftsland oder Mutterland, wenn man so will, spielen. Es war nie Thema. Diese Spieler haben immer sich als Österreicher gefühlt, haben die größte Intention für Österreich, wirklich etwas zu leisten und etwas für den Erfolg beizutragen, und wie der Marco hat ja das so wirklich einmal das Herz auf der Zunge, wo er gesagt hat, für dieses Land sterbe ich, so in der Richtung. Ihr könnt euch sicher erinnern. Er meint, dass er, also die geben wirklich alles und haben irrsinnig viel für dieses Land und für diese Einstellung auch für das Land spielen zu dürfen,
geleistet. Aber viele Talente sind natürlich auch in diese Länder, Sie haben Schweiz, Belgien, Österreich eben genannt, auch durch diese Zuwanderung gekommen. Das ist eindeutig. Sie brauchen für jeden Ausbildungsweg die Basis, das Talent. Ohne dem geht es nicht. So, die nächste Frage bitte mit der roten Kappe. Jo. Weil der Frauenfußball ja auch explizit Thema ist, zwei Fragen dazu. Einerseits ist die Behauptung in den Raum gestellt worden, dass es von Vorteil wäre, wenn sich die Herren Bundesligisten im Bereich Frauenfußball mehr engagieren würden. Und natürlich ist das der Weg, der zum Beispiel in England oder in Deutschland gegangen wird, aber was spricht dagegen, dass die Unabhängigkeit des Frauenfußballs mittels eigener Frauenfußballvereine gewährleistet bleibt? Gerade in Linz funktioniert das hervorragend mit der Union Kleinmünchen. Und wenn ich mir die Vorstellung sehe, dass der LASK sich eine Frauenmannschaft zulegt, frage ich mich nicht nur aus einem Grund, warum, wie das jemals funktionieren soll. Andere Vereine wie Grödig bringen gerade mal die Herrenmannschaft zusammen und das war's. Warum lasst man da den Frauenfußball nicht unabhängig? Hat jetzt natürlich keiner von Ihrem Podium so gesagt, aber ich glaube, das ist ein Eindruck, der sich da im Gesamten ergibt. Es gibt so viele Amateursportligen in Österreich, die schaffen es, einen Bewerbssponsor zu haben. Das vielleicht nicht immer, der österreichische Football hat das regelmäßig geschafft. Es gibt gerade im Fußball diverse Amateurligen, die immer wieder Bewerbssponsoren haben. Die oberösterreichische Liga, die Tiroler Liga, ich glaube, die niederösterreichische Liga hat es auch immer wieder mal. Ja, also es ist definitiv auch für den Amateursport möglich, Bewerbssponsoren zu finden. Will niemanden das Bemühen absprechen, aber möglich ist es. Ich bin eben den Verein, den ich ja sehr gut kenne als Oberösterreicher, dass man dort irgendwas abschneiden will. Aber ich denke ganz einfach, wenn jetzt zum Beispiel Rapid Wien sagen würde, der Frauenfußball ist uns etwas wert, es gibt eine Mädchen- und Frauenmannschaft in Grün-Weiß und da würde schon was entstehen, meiner Meinung nach. Das sind eben die Lokomotiven in unserem Fußball. Und so habe ich gemeint, dass andere kleinere Vereine oder auch Neulenkbach zum Beispiel, großartiges Leisten im Frauenfußball, das sollte man weiter fördern und aufrechterhalten. Aber ich glaube schon, dass es was bringen würde, wenn die stärksten Vereine, die größten Vereine auch sagen würden, Frauenfußball ist uns was wert. Und bezüglich Sponsor habe ich ja gesagt, also wir können ja nicht einen Sponsor auftreiben, so Vergleiche mit 25.000 Euro und jeder kriegt 350 Euro oder 800 Euro, das können wir nicht machen. Also wenn wir ein Produkt der Frauenbundesliga anbieten, dann ist auf der anderen Seite auch notwendig, durch 10 zu dividieren. Und da ist eine gewisse Summe notwendig. Und diese Summe ist halt bis jetzt noch niemand bereit zu geben. So, bitte, da hinten haben wir noch eine Frage. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, ganz kurz, würde mich interessieren, wie es um das Projekt Nationalstadion steht. Kann ich selber auch wenig dazu sagen, bis auf eines, wir brauchen eines. Also Sie wissen ja alle, 2020 ist ja diese Europameisterschaft in vielen Ländern, wird sie in vielen Ländern ausgetragen und ich sage, wenn einmal der ÖFB beschließt, wir bewerben uns nicht, weil wir überhaupt keine Chance haben, überhaupt keine Chance, dass in diesem Stadion 2020 bei der Europameisterschaft gespielt werden kann, dann sagt es eigentlich alles. Das heißt, unter diesen Umständen, unter denen wir jetzt Länderspiele austragen, wird kein Champions-League-Finale, Europa-League-Finale oder auch, wenn derartige Veranstaltungen durchgeführt werden, mehr sein. Das bedeutet, dass Wien in diesem Konzert der Großen nicht dabei ist. Und Wien ist aber eine Weltstadt und ist eine Stadt, die aufgrund der Lage tolle Voraussetzungen hätte, zum Beispiel 2020 dabei zu sein. Also die Stadt würde sich jeder wünschen, aber das Stadion genügt nicht. Und ich denke, dass es auch die Nationalmannschaft verdient hätte und die Fans verdient hätten, dass man hier neben dem Kulturland, dem Fußballland Österreich auch mehr Wertschätzung gibt und vielleicht gemeinsam die Kräfte hier bündelt und dann irgendwann ein modernes, komfortables Stadion errichtet. Und die zweite Frage handelt eigentlich von der Vermarktung, die wir vorher angesprochen haben, von der Liga.
wäre hier nicht vielleicht ein bisschen mehr Kreativität gefordert, also dass man irgendwie das Format überdenkt, vielleicht auch andenkt, mit anderen Ländern irgendwie zusammenzugehen, weil auch wenn man sich mit Deutschland oder England finanziell nicht irgendwie vergleichen möchte, ist es dann doch so, dass der Konsument keine Unterscheidung trifft. Also wenn der im Fernsehen ein Angebot hat, dann wählt er das, was für ihn am attraktivsten ist. Und wenn es hier vielleicht zum Beispiel eine mitteleuropäische Fußballliga kleiner Länder gemeinsam geben könnte, dann würde ich mir vorstellen, dass da vielleicht die Vermarktung leichter wäre. Also grundsätzlich muss man wissen, dass eine Meisterschaft über mehreren Ländern grundsätzlich nicht erlaubt ist. Also die UEFA schreibt hier schon die nationalen Verbände und Meisterschaften vor, wobei es natürlich Pilotprojekte in verschiedenen Bereichen gibt. Und von der Situation muss man ausgehen. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten würde ich, hier, bitte sehr, ganz hinten beim Tisch. Ja, ich hätte noch eine Anmerkung zum medialen Angebot in Bezug auf Frauenfußball. Der Herr Hanisch hat schon kurz Selbstkritik geübt, aber und auch die Frau Ringer hat ja gesagt, dass sie auch bemüht, immer wieder Sachen im Standard unterzubringen, aber zum Beispiel diese Taktikanalysen und diese Grafiken von FAS Research, die bei den nach den Nationalteamspielen von den Männern im Standard angeboten werden, könnte man doch auch mal für wichtige Frauen-Länderspiele heranziehen. Und ich weiß auch, dass der Herr Blumenau in seinem Blog anscheinend sehr viel Zeit verbringt, um die Nachwuchskader von diversen anderen Ländern zu durchforsten, ob da österreichische Spieler dabei sind. Würde doch auch gehen, die Karrieren von Spielerinnen schwerpunktmäßig zu Saisonbeginn und so weiter zu beleuchten. Nur so eine kleine Anmerkung, nachdem wir hier drei Journalisten und Journalistinnen am Podium haben. Ich muss einmal feststellen, für das jetzt 80% des Auditoriums männlich ist, wird jetzt, glaube ich, schon 60% über Frauenfußball geredet. Das ist, muss ich mir hinter die Ohren schreiben. Ja. Ich glaube, die 60% waren es nicht ganz, aber immerhin ganz okay. Und es war ja auch die Rede von den Nationalteams und nicht nur das eine. Insofern, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Dann würde ich sagen, wir machen eine Schlussrunde. Das große Thema ist natürlich die Europameisterschaft und ich hätte jetzt gerne, Frau Ritzinger, wenn Sie vielleicht beginnen, Ihr EM-Tipp. Ja. Holen wir den Titel oder wie weit kommen wir jetzt realistisch gesehen? Sag mal Viertelfinale. Gut, Herr Blumenau. Ist das schon die letzte Wortmeldung oder? Ja, es ist Ihre letzte Gelegenheit, jetzt mit Mikrofon etwas zu sagen. Sie könnten aber auch Ihre Liste noch einmal aufrollen, wenn es da Änderungen gibt. Nein, das ich schick dem Herrn Rothensteiner die entsprechenden Links, wo das anders ausgerechnet auch. Ich nehme an, wir werden das auf Ihrem Blog dann sehen. Nein, das ist durchaus schon eine alte Geschichte. Bevor ich dann sagen würde, dass ich mindestens mit dem Viertelfinale rechne, würde ich schon sagen, dass trotz allem Jubilieren jetzt es immer noch einige Baustellen gibt, von denen heute ansatzweise oder gar nicht die Rede war. Also der den ÖFB in seiner Struktur schon sehr stark behindernde und teilweise auch lähmende Föderalismus ist heute aus dem Publikum angesprochen worden. Das ist schon das ist eine immerwährende Baustelle, aus der auch immer wieder Gefahren drohen. Dass es im Schiedsrichterwesen, für das der ÖFB auch teilverantwortlich ist, auch große Probleme gibt, die aus seltsamen Gründen nicht wirklich angesprochen werden, wäre auch eine Geschichte, die vielleicht einmal behandelt werden könnte. Und dass es mit den Akademien der Vereine, die neu dabei sind, auch immer wieder Probleme gibt. Also ich weiß nicht, der Herr Heraf hat unlängst jetzt die WRC-Akademie quasi Not übernehmen müssen. Das ist jetzt kein ÖFB-Problem, aber es ist ein Problem, das auch den ÖFB mit tangiert. Und es gibt durchaus etliche Baustellen, wo sich auch weiterhin kritische Anmerkungen lohnen werden. Ansonsten wird die Zukunft herrlich und froh und toll. Rutensteiner wird den Vertrag bis 2022 verlängern. Sie verfehlen die Frage gerade. Koller für
für noch 2 Jahre und das mit dem Viertelfinale habe ich ja schon gesagt. Danke. Vielen Dank, da waren auf jeden Fall einige Inputs dabei, vielleicht für eine der nächsten Diskussionen. Und bevor ich mich jetzt da dazwischen setzen muss, um Sie beide zu trennen, das noch schnell die Abschlussrunde mit dem EM-Tipp, Herr Hanisch. Ja, ich glaube, Österreich wird die Gruppenphase überstehen, alles andere wird ein Zuckerl sein, aber ich glaube, die Gruppenphase wird nicht so einfach, wie viele schon wieder glauben. Das glaube ich. Markus? Also ich bin auch davon überzeugt, dass Österreich die Gruppenphase überstehen wird. Alles Weitere sehe ich ähnlich. Wir waren jetzt dann sehr lange bei Endrunden nicht dabei, 2008 das letzte Mal, aber ich glaube, dass das eine ganz andere Situation diesmal ist. Ja, und Tipp für mich, ich bin da jetzt dann sehr mutig und sage, dass die Italiener diesmal vielleicht ihre Nase vorn haben werden. Keine Ahnung warum, aber ich habe ganz einfach auch die letzten Male da nicht gespielt. Ja. Nein, ich bin da zweimal schon richtig gelegen eigentlich, also immer solche Bauchentscheidungen, also ich habe die Italiener. Als ehemaliger Italien-Legionär, gell? Warum wohl Italien? Und Österreich, wo, wie weit? Ich habe gesagt, also sie gehen definitiv in die nächste Runde. Nachdem ich selbst weiß, wie es ist, bei einer Endrunde dabei zu sein, da kommen viele Faktoren dazu. Wir haben es früher schon in der Eingangsrunde besprochen, also die Euphorie ist massiv und man wird sehen, wie die Spieler nachher damit umgehen. Grundsätzlich ist der Mannschaft sehr viel zuzutrauen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass sie ihren Stil behalten, dass sie ihr Spiel spielen und dann ist, glaube ich, da sehr viel möglich. So, Herr Rothensteiner. Sehr gefährlich, wenn man sagt, Sportminister, der neu jetzt gekommen ist, sagt Halbfinale, Herr Blumenau sagt Viertelfinale. Ist ein Wahnsinn, was glauben Sie, was er schreibt, wenn wir nicht das Viertelfinale erreichen? Genau so läuft das ab. Für mich persönlich ist eines extrem wichtig. Wir haben im März 2 Spiele, wir haben ein gutes Trainingslager, wir haben ein Trainingslager im Juni, wo wir ins Ausland gehen. Wir haben ein tolles Team-Base-Camp in Frankreich, in der Nähe von Marseille, Avignon, ausgesucht, wo wir den Spielern professionellste Voraussetzungen bieten. Jetzt müsste ich sagen, die Antwort geht an der Frage vorbei. Gell? Kommt sofort dazu. Es wird ganz wichtig sein, dort alle Spieler zur Verfügung zu haben, keine verletzten Spieler. Und dann ist unsere Philosophie ist es, seit 2 Jahren nicht eine großartige Vision, eine großartige Ziele aufzustellen, sondern wirklich von Spiel zu Spiel zu denken. Wir gehen ins erste Spiel gegen Ungarn und dieser Gegner wird verdammt schwierig. Und wenn wir mit einem Sieg starten können, dann glaube ich auch, dass wir die Gruppenphase überstehen können. Aber der Fokus liegt auf diesem ersten Spiel gegen Ungarn. Und erst dann denken wir an Portugal oder sehr, sehr respektvoll dann an Island. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei der Runde, beim Podium fürs Mitdiskutieren. Auch Ihnen danke fürs Diskutieren. Es gibt jetzt noch Getränke und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und auf eine erfolgreiche Europameisterschaft. Dankeschön. Ja.